Heute ist Dienstag, der 8. März, der Internationale Frauentag, Gedenktag des heiligen Thomas von Aquin. Und unser heutiger Beitrag ist eine Fortsetzung von Pfarrer Hans-Martin Mois aus Alaheim, nämlich Daniel die Zweite, Geschichten und Gesichte. Diaspora. Zerstreut sein wie Wassertropfen oder hingeschüttet wie Sand am Meer, das sind die evangelischen Christen vielfach in der nördlichen Oberpfalz sowie die katholischen Mitchristen und Mitchristinnen in manchen Orten hier im Ries. Wie halte und bewahre ich das, was mich selber trägt und stark sein lässt in Zeiten des Gegenwinds? Daniel und seine Freunde müssen damit zurechtkommen. In der Fremde und in der Verfremdung. Doch was tun sie? Sie halten ihrem Gott die Treue und beten. Das ist vielleicht nicht viel. Das tun sie dreimal am Tag. Das tun sie bei offenem Fenster, im Obergemach des Hauses, das den ganzen Tag über der schattigen Gasse offen steht, während die Hitze der Welt über die Stadt hinweggeht, jeden Tag aufs Neue. So lange, bis die Sonne knapp über dem Riesrand steht und ein kühler Abendwind zwischen den eng stehenden Häusern zieht. Seid mutig und stark. Das praktizieren sie damit. Und sie werden natürlich gehört, angeschwärzt und zur Rede gestellt. Die Herren und Chefinnen dieser Welt mögen nicht, wenn jemand seinen eigenen Kopf benutzt, eigenständig und sich nicht der nächstbesten Stimmungsmache anschließt. Rebellion im Alltag. Konsequente Glaubenspraxis. Und der aufrechte Gang mit der Connection nicht erst in die vielen vorletzten Etagen, sondern mit der allumfassenden Institution, nämlich Gott. Gott selbst, vor dem sie ihr Vertrauen ausbreiten und Frieden finden. Nicht viel vielleicht. Aber für diesen einen Tag und morgen wieder für diesen einen Tag. Und dann lasst uns weitersehen.